Rosi Masins Sohn Oliver hat eine schwere Form von ME/CFS. Oliver erträgt nur wenig Licht und kaum Geräusche. Seit über einem Jahr ist er ans Bett gefesselt. Es war vor allem schwierig, alles zu verlieren, Studium und die Jobs. Nach 3 Impfungen gegen Corona erkrankte er an Corona und wurde dann nicht mehr gesund. Seine Familie pflegt ihn nun gemeinsam, doch keine Anlaufstelle konnte ihnen bisher ausreichend helfen. Alle gehen mit einem um wie mit einer heißen Kartoffel im Prinzip. Und das kann doch nicht sein, da liegt ein junger Mensch seit einem Jahr, hat er kein Sonnenlicht gesehen. Am Schwabinger Krankenhaus gibt es eine Spezialstation für ME/CFS. Die Leiterin Uta Behrens erklärt, bisher wurde die Krankheit nicht vollständig verstanden. Viele Betroffene können nicht ausreichend versorgt werden. Und das liegt daran, dass die Versorgung sehr aufwendig ist und natürlich auch Spezialexpertise braucht. Die Spezialexpertise gibt es noch nicht überall und das Budget gibt es bei Weitem nicht. Die Bundesregierung plant zwar spezielle Kompetenzzentren für ME/CFS-Patienten und finanziert Forschung, genauso wie die bayerische Staatsregierung. Es gibt auch schon vielversprechende Therapieansätze, doch das eine Medikament zur Heilung nicht. Für Oliver Masins Familie bleibt die Hoffnung auf eine bessere Versorgung, damit Oliver vielleicht bald wieder so Schlagzeug spielen kann wie früher.